Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metro Exodus. Ist vielleicht nicht eine gute Idee, eine Kerze anzumachen, während der Gasleitung hier am Absterben ist. Wir können hier doch hier hoch. Ich habe vergessen, wie man klettert. So, da ist eine kleine Ratte, die kann uns aber egal sein. Warum habt ihr da geschossen? Was zum Teufel? Aber da war Fleisch. Fleisch, weißt du? Fleisch entkommen! Und zum anderen kommen dann wir nicht! Dann rissen sich wieder, also! Her! Er ist tot! Hoppla, er ist tot! Finde ich gut. Gehen wir mal hier runter. Jetzt haben wir den Kollegen hier umgebracht. Der andere hat es hoffentlich nicht gemerkt, dass ich da bin. Oh, jetzt ist er tot! Glaube ich nicht. Ah, jetzt sind wir auch hier auf der anderen Seite. Ach, deswegen. Er hat geschossen und dann sind da die... Ah, okay, okay. Dann hat er Ärger bekommen. Finde ich gut. Habe ich ihm einfach nur den Hut weggeschossen? Nein. Schade. Ja, kannst du gerne versuchen. Sind die doof, ey. Was ist das? Die Toilette? Egal, hier ist Loot. Ey, du kannst mir doch nicht erzählen hier. Schilder übersetzen. Wir hatten am Anfang, ganz am Anfang ein Schild, das übersetzt wurde. Seitdem wird nichts mehr übersetzt. Geil. Toll. Dann nehmen wir hier mal einfach mal alles mit. Fleisch ist angekommen. Jetzt weiß ich das wohl. Ab in den Kühlschrank mit dir. Oh, finde ich lustig, dass die einen Kühlschrank haben. Und Pin-Up Girls. Und eine Waffe. Okay, die kennen wir schon. Aber so eine Werkbank zwischendurch wäre eigentlich ganz cool gewesen. Als ob ich mir den Loot entgehen lassen würde. Achtung, Spartaner! Die Kommandozentrale gehört uns! Falls der Funk ausfällt, versammelt ihr euch hier, Idiot! Wie ihr die Steuerung und Aufklärer. Macht alle gegen die Dicht, die wir nicht brauchen. Lasst diese Freaks den Kreis rennen, jawohl. Gibt's ja sonst noch irgendwas für mich? Ich glaub nicht, ne? Ich weiß nicht, ich mag die Idioten irgendwie. Keine Ahnung, die sind mir sympathisch. Weiß nicht warum, vielleicht weil sie dumm sind. Aber die sind alle verdummt wegen des Kannibalismus. So weit weg kann ich doch gar nicht gekommen sein. Okay, die wissen, dass ich da bin. Ich versuche hier immer noch zu schleichen, aber ich glaube, das wird nichts. Ich muss einfach nur lang genug warten, bis sie ihre Waffen rausholen, dann kann ich alles loopen. Siehst du? Funktioniert ganz gut. Vielleicht nehmen wir noch mit. Wir haben ein Bettchen zum Schlafen und ein Magazin. Tagebuchseite 3. Lasst sie rein, verdammt nochmal. Scheißt auf die Strahlung, das ist schon ein Jahr her. Sie kommen von draußen, sie brauchen nicht mal was. Lasst sie Strohhalme ziehen oder so. Die Sache ist, dass wir jetzt Lebensmittel für Monate haben. Schmerzen, überall, Fieber, wirre Gedanken. Der Arzt sagt was von Prionen oder so. Die von draußen hatten sie, die Schweine. Wir hätten sie besser gegrillt. Jetzt ist es zu spät. Mist, Fleisch.
Okay. Das heißt, die haben irgendwelche Krankheiten bekommen, die das Hirn angreifen. Sind das vielleicht die Vorreiter der Ghule? So, kann ich mal ganz kurz was basteln? Ich bräuchte nämlich ein bisschen Medizin. Ich hasse diesen roten Streifen da oben. Gegen Vera, was haben sie hier geschossen? Oh, die haben mir nicht mal was übrig gelassen. Ja, ich bin gleich da. Warte kurz, ich muss... Ich muss looten. Komm schon. Wer schießt denn da? Das hörte sich hinter mir an. Hä? Oder bin ich jetzt dumm? Ich glaube, jetzt weiß ich, wer geschossen hat. Jo, gebt mir euren Loot. Alter! Junge! Ich habe nicht gesehen, dass du da bist. Toll. Ich dachte, wer ist denn da? Wer schießt da die ganze Zeit? Was soll denn der Mist? Hat das was zu bedeuten? Ist das so eine Art Wünschelrute oder so? Gut, dann gehen wir mal hier durch. Ich finde es erstaunlich, dass man hier nahezu unendlich Munition hat. Okay, das ist uncool. Ich weiß nicht mehr, wie man Granaten wechselt. So auf jeden Fall nicht. Der lebt immer noch? Ernsthaft? Ich habe ihn getötet. Ich habe ihn getötet. Okay, die Granaten sind doch vielleicht ein bisschen krasser, als ich dachte. Okay, der hat eine fette Rüstung. Die ist wahrscheinlich auch ziemlich explosionssicher, ne? Wir sollten dann auf Molotow gehen. Brennst du wenigstens? Ja, er brennt. Okay, vielleicht eine Granate davon. Aber ich darf nicht so lange halten, ey. Okay, der ist hinüber. Sehr schön. Der ist immer noch nicht hinüber! Vielleicht soll ich mich gar nicht erst mit ihm anlegen. Ich weiß es nicht. Vielleicht soll ich irgendwo hinlaufen. Ernsthaft? Komm raus! Ich weiß, dass du da bist! Habe ich gesehen? Ich habe ihn im Visier. Glaube schon.
Ernsthaft? Oh Gott. Da war kein Feuer. Da war kein Feuer. Du wolltest mich doch verarschen. Da war kein Feuer. Ich hab's alle gesehen. Ich hab extra geguckt, ob da Feuer liegt. Okay, pass auf. Wir nehmen die fetten Dinger hier und dann schmeißen wir die ihm ins Gesicht. Ich habe das Gefühl, der ist unsterblich. Ich habe das Gefühl, es gibt einen Trick, den zu töten. Ich muss hier das Licht ausmachen. Vielleicht kann ich mich hinter ihn schleichen. Oh, ich habe keine Granaten. Eine habe ich noch. Ah, hätte ich jetzt eine Schrotflinte, wäre es glaube ich noch ein bisschen einfacher. Fuck. Der trifft mich, oh Gott. Das ist meine stärkste Waffe hier. Am Bauch ist er ziemlich ungeschützt. Ich habe ihn unter Beschuss. Okay, die nächste Welle kommt, glaube ich. Kleinen Kasper direkt ausschalten. Ich habe ihn im Visier. Wie mache ich denn das jetzt? Auf den Kopf brauche ich gar nicht erst zu zielen. Nimm das! Oh, arme Stufe. Bleib mal schön da oben, wo du bist, mein Freund. Zauf damit! Er kommt hier nicht hinter, das ist gut. Das ist ein guter Spot hier. Schön in dein Bäuchlein. Oh, wie der spritzt, da ist er schön. Bist du echt tot? LOL. Kacknoop. Gib mir deine Waffe. Egal. Nehmen wir die. Läuft die mit Druckluft? Keine Ahnung. Okay, was machen wir jetzt? Erstmal looten. Ich glaube, mit dem Ding verbrauchen wir ziemlich viel Munition. Kommt nur her, los, aus der Luft.
Der ist eine Wumme, Alter. Der ist eine Wumme. Ich glaube, die werde ich als Safety Point immer behalten. Aber die hat die gleiche Munition wie die, ne? Ja. Die hat auf jeden Fall Durchschlagskraft. Das gefällt mir. Muss auf jeden Fall nur eine andere Waffe mit einem anderen Munitionstyp rausholen. Offizierstagebuch 1. Jetzt sind wir schon seit einem Monat wie Ratten in dem Loch eingesperrt. Und was können wir dagegen machen? Wir wissen nicht mal, ob draußen noch jemand lebt. Alle Antennen wurden zerstört und die Strahlungswerte sind so hoch, dass wir nichts tun können. Aber hätte jemand einen Grund, uns zu kontaktieren, auch wenn die Antennen in Ordnung wären? Die hohen Tiere sind immerhin nie hier angekommen. Die Bauarbeiten scheinen aber recht zu haben. Die Bauarbeiter scheinen aber recht zu haben. Wir sollten es uns hier bequem machen, denn allzu bald kommen wir hier nicht weg. Diese Idioten mit ihrem Rat. Ich würde den Arbeitern ja verzeihen, wenn sie mit so einem Quatsch ankämen. Aber warum sollten die Offiziere solche Spielchen spielen wollen? Nur, um alles auf einen Regierungserlass schieben zu können. Wenn sie die Ration wieder kürzen? Wie soll das helfen, wenn es schlicht und ergreifend keine Lebensmittelreserven gibt? Verrückt, der Doktor hat recht. Wir, die Funktechniker, sind aus einem guten Grund hier. Wir werden nicht nur unsere Kameraden retten, sondern auch noch tausende Überlebende draußen helfen. Wir müssen lediglich die Antennen reparieren und die echte Regierung wissen lassen, dass wir leben. Sie werden uns Lebensmittel schicken und dann alle Überlebenden mit Strahlenschutz versorgen. Und was könnte jetzt wichtiger sein? Ich weiß nicht, was zu essen. Okay, hier ist nichts weiter. Ja, ich werde die Wumme wahrscheinlich weglegen. Die verbraucht wahrscheinlich zu viel Munition. Aber wenn ich auf dicke Tiere treffe oder so, wäre das ganz praktisch. Ja, Lichter machen ist vielleicht nicht die beste Idee. Ja, der Kopf ist wieder auf einer Waagschale. Ach, du bist... Ach, ich dachte, du wärst ein Kopfloser. Atjam, ich wusste es. Hinter dir. Es geht immer. Handle dich. An Helden. Du wirst niemanden retten. Genau wie die anderen. So. Keine Bewegung. Ja, nur, bring mich nicht um. Weißt du noch, was ich gesagt habe? Es gibt ein experimentelles Medik... Genug gelabert. Alles klar bei dir, Atjom? Oh, Gott sei Dank. Zuckersüß wie immer. Melden wir uns beim Oberst. Papa, ich bin's. Anna, geht's dir gut? Wo bist du? Im Krankenlager. Atjom hat mich gefunden. Gott sei Dank. Gut gemacht, Atjom. Wo gehen Sie jetzt hin? Am Ende des Gangs ist ein Aufzug. Er führt direkt in die Kommandozentrale. Auf geht's. Aber nicht so schnell. Ich muss etwas verschnaufen. Kein Problem. Lass die Verrückten kommen. Ja, ich hab hier die fette Wumme. Vielleicht sollten wir einmal ganz kurz noch Munition dafür erstellen. Kann ich das hier von hier aus? Ne, ich kann das nur für diese Waffe hier. Offizierstagebuch 2. Wir können nichts machen. Sie haben maximal 5 Tage. Der Doc kann Ihnen immerhin etwas gegen die Schmerzen geben. Wer hätte gedacht, dass Sie da hochgehen, um die Antennen zu reparieren? Jungs, das hättet ihr mir sagen sollen. Ihr hättet Schutzanzüge tragen müssen. Sie ist raus. Ich habe gerade die erste Nachricht gesendet. Geschafft. Die Jungs leben noch. Ayosha lächelte mich sogar an. Ayosha? Als ich ihm sagte, wenigstens wissen sie jetzt, dass sie nicht umsonst gestorben sind. Ich vermute mal, es gibt mehrere Ayosha, aber normalerweise gehört das nicht zum Stil eines Entwicklerteams, mehrere Namen zu verwenden. Jetzt habe ich den Funk wieder hergerichtet und schon ziehen sie mich ab. Ich kann nicht einmal Neuigkeiten erfahren. Es sei alles geheim, sagen sie. Die Mistkerle haben an der Tür sogar Wachen aufgestellt und mich von der Verteilerliste für Zusatzrationen gestrichen. Eine tolle Art, ehrliche Bemühungen zu belohnen. Das ist schrecklich. Wir konnten die anderen nur die ganze Zeit überleben. Es sind erst 2 Wochen und ich kann bereits kaum an etwas anderes denken als Essen.
Die anderen haben seit Monaten dieselbe Ration bekommen. Noch 2 Wochen. Die Beine schwellen an, die Arbeiter sagen, ich trinke zu viel. Mir fehlt die Kraft, mich zu bewegen. Selbst das Schreiben fällt mir jetzt schwer. Aphatie. Wenigstens ist der Hunger jetzt nicht mehr ganz so schlimm. Sie sind hier. Sie haben uns gehört und sind gekommen. Ja, es sind nicht nur Flüchtlinge, aber sie sind hier. Schon bald werden wir Nachschub bekommen. Es ist noch nicht zu spät. Alles wird gut. Die Flüchtlinge sind natürlich erstmal in Quarantäne, aber bald werden wir sie über alles ausfragen können. Ich habe gehört, dass die Quarantäne länger gilt, als wir dachten. Sie haben wohl irgendwelche Viecher angeschleppt. Andererseits haben sie auch Rationen mitgebracht. Für den Augenblick bekommen wir nur Fleischbrühe. Mehr würden unsere Mägen gar nicht verdauen können. Aber ein großartiges Gefühl ist es trotzdem. Der ganze Körper fühlt sich warm an und der Geschmack unvergesslich. Ich verstehe das nicht. Eine zweite Gruppe Flüchtlinge ist angekommen und hat ebenfalls Lebensmittel mitgebracht. Aber nur Fleisch. Kein Getreide oder so. Und sie wurden auch alle in Quarantäne gesteckt. Die letzte Gruppe ist nun schon seit einem Monat da drin. Über die Lage des Landes oder der Regierung ist nichts gesagt worden. Warum? Ich muss ein offenes Gespräch mit dem Doc führen, um der Freundschaft willen, und er will mir schon etwas sagen. Oh je. Diese ganze Situation. Ich hätte nicht gedacht, dass wir etwas Schlimmeres als den Kult an der Wolga zu sehen bekommen. Als diesen Selantius mit seinen verdammten Fanatikern. Willst du nicht irgendwie, keine Ahnung, auf den Knopf drücken? Aber nein, wie es scheint, gibt es noch Luft nach oben. Wir hätten hier sterben können, wären fast gefressen worden. Ach, dieser Schweinehund. Unglaublich, dass der einmal Arzt gewesen sein soll. Egal. Wir werden sehen, was jetzt passiert. Immerhin haben wir sie überlebt. Sag das noch nicht zu früh. Ich hätte es mir nie vergeben. Es geht mir Wer gut. Hätte das ahnen können? Ich. Wer hätte gedacht, dass diese Kreaturen hier seit 20 Jahren Menschen fressen? Ich. Ist das zu glauben? Es tut mir leid. Ich habe mich wie ein Grünschnabel verhalten. Ich sollte den Minister treffen. Die Täuschung hat mich selbstgefällig werden lassen. Ich habe vor diesen Ghulen sogar salutiert. Eine verschissene Arche. Diese Monster waren hergekommen wie die Beobachter in Moskau. Die halten die Leute dort mit ihrer Täuschung im Untergrund. Aber hier? Also gut, und was machen wir jetzt? Ich weiß es einfach nicht, Anna. Hast du etwas gefunden, Idiot? Luftabwehr, Hauptquartiere, alle Informationen sind überholt. Alle Verbindungen lange erloschen. Immerhin haben einige noch mehrere Jahre nach dem Krieg funktioniert. Was ist das da unten? Es ist eine Caspian 1, eine Funkzentrale. So eine steht auch in Novosibirsk. Willst du uns jetzt in den nächsten Bunker zerren? Ich weiß es nicht, Anna. Wir müssen die Entscheidung gemeinsam treffen. Ja, ungern, aber jetzt wird hier nicht rein. Hast du alles geholt, was du konntest, Idiot? Wir brechen auf! Einen Moment, ich mache eben noch den Rest kaputt. Komm schon, komm schon! Okay, alles erledigt. Sollen, Anna. Es hat dieses Mal doch alles geklappt, oder? Geklappt hat es tatsächlich. Aber was ist, wenn es nächstes Mal nicht klappt? Natürlich nicht. Ein Grund mehr zu kämpfen und mehr von der Zeit, die wir nicht bleiben. Diesen Typen. Er ist mir irgendwie ans Herz gewachsen. Hallo? Ja,
Ey, mach das schon, Jungs. Ich muss mal kurz nachladen, ja? Oh, oh. Ich glaube, um Munition zu sparen, ist das besser. Wenn wir irgendwann mal so ein dickes Viech bekämpfen müssen, dann ist das natürlich eine andere Geschichte. Okay. Sorry. Ah. ETF. Ui. Es braucht so lange. Oh Mann, ich hätte sie alle wegballern können. Anscheinend ist hier alles hinüber. Wird Zeit, dass wir den richtigen Regierungsbunker finden. Wenige Stunden später. Kaum zu glauben, dass ich den Arschlöchern von der Hanse geglaubt habe, dass Moskau vom Hauptquartier kontrolliert wird, dass wir uns noch im Krieg befinden, dass es hier Generäle gibt, die die Befehle geben. Was war ich für ein Idiot? Tja. Ich wiederhole meine Frage. Was machen wir jetzt? Könnten wir zurückgehen nach Moskau, ihnen die Wahrheit über den Krieg und die Regierung erzählen? Die würden uns bei unserer Ankunft erschießen. Und selbst wenn wir durchkämen, was könnten wir gegen die Hanse unternehmen? Wer würde uns glauben? Wir haben keine Beweise. Wie wäre es, zurück zur Wolga zu gehen? Dort könnten wir leben. Und was machen wir mit den Einheimischen dort? Die waren nicht wirklich glücklich, uns dort zu sehen. Sollen wir sie alle umlegen? Möchte das hier irgendjemand? Ja. Damals in Moskau hat Artyom davon geträumt, einen bewohnbaren Ort zu finden und eine Kolonie zu errichten. Sollten wir nicht damit beginnen? Die Idee ist gut. Aber wie sollen wir einen passenden Ort finden? Einfach weiterreisen? Die Aurora muss gewartet werden. Was sollen wir machen, falls sie ausfällt? Satelliten! Welche Satelliten? Willst du den verdammten Planeten verlassen? Es gibt eine Kommunikationszentrale für Satelliten am Kaspischen Meer. Sie hat den Krieg überdauert. Oh, und wenn wir uns Zugriff auf die Satellitendaten verschaffen... Dann müssen wir nicht wahllos umherfahren. Karten mit Strahlungswerten und auch normale Satellitenaufnahmen könnten uns sehr helfen. Kein schlechter Gedanke. Was, wenn es dort Schlimmeres als Kannibalen gibt? Könnte natürlich sein. Aber erstens werden wir dieses Mal vorsichtig sein. Und zweitens, hat jemand einen besseren Vorschlag? Ich nicht. Ich schätze, dann haben wir wohl einen Plan. Artyom, sollen wir nach deinem Wunschort suchen? Dann lass das Signalhorn hören. Drei Monate unterwegs, drei Monate ständiger Prüfungen. Aber nach Yamantau sind wir für alles gewappnet, was das Schicksal uns entgegenwerfen kann. Nur wenige Kilometer trennen uns von der Kommunikationszentrale Caspian 1. Wird es auf den Karten auch nur einen Fleck Erde geben, der frei von Strahlung ist und an dem wir uns in Frieden ansiedeln können? Ich weiß es nicht. Aber was bleibt uns noch außer Hoffnung? Die Wüste fordert ihren Tribut, die Mannschaft leidet unter Hitze und Durst und die Aurora ist nicht in Topform. Die Kohle ist aufgebraucht, wir müssen jetzt den verfügbaren Brennstoff nutzen, alte Bahnschwellen und Zweige.
Ja. Gut, dann heißt es jetzt Survival. Holz sammeln. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.